Ich muss zugeben, ich teile gewissermaßen Kardinal Wölkis leichtes Befremden in Bezug auf so manche Fastenmode heutzutage. Tatsächlich sieht man ein Durcheinander in Begrifflichkeiten. Das, was man oft liest zum Thema Fasten heutzutage, hat mit christlichem Fasten zwar gewisse Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Fasten als Verzicht auf Speis und Trank oder Fasten im breiteren Sinne als Verzicht auf Fernsehschauen, Internet und so weiter und so fort, also Fasten im Sinne vom konkreten Verzicht, ist auf jeden Fall eins von den drei Säulen der christlichen Fastenzeit: Fasten, Gebet, Almosen. Im christlichen Fasten geht es weder darum, abzunehmen, noch sich im eigenen Körper wieder besser zu fühlen, noch den Körper zu entgiften, neue Energie tanken oder sonst was, was man weit und breit im Internet jetzt zu Thema Fasten immer wieder findet. Das sind nicht die Ziele, nicht die Motivation vom christlichen Fasten. Daraus ergeben sich auch zum Teil völlig unterschiedliche Formen zwischen so verstandenem Fasten und dem christlichen Fasten. Es geht nicht im christlichen Fasten darum, auf etwas zu verzichten, was mir schadet. Auf Zigaretten zu verzichten, ist noch kein Fasten. Das ist eigentlich meine Pflicht meinem Körper gegenüber, das aus dem fünften Gebot resultiert. Wenn ich rauche und in der Fastenzeit mir vornehme, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist das eher, sich von einer Sünde zu bekehren. Das ist noch kein Fasten. Das ist auf jeden Fall wichtig, gut, notwendig, aber das ist noch nicht Fasten. Das ist eigentlich Umkehr von dem, was ich bis jetzt falsch gemacht habe, wo ich bis jetzt gesündigt habe. Wenn ich absolut überzeugt bin, dass Fleischessen etwas komplett Schlechtes ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der Verzicht auf Fleisch kein Fasten, sondern das ist das Gebot meines Gewissens in dem Sinne. Auf etwas, was objektiv eine Sünde ist oder was ich eventuell subjektiv als Sünde empfinde, weil Fleischessen im Allgemeinen ist noch keine Sünde, sonst wäre Jesus selbst ein Sünder. Wenn ich vom Wort Gottes, von der Lehre der Kirche weiß, dass etwas Sünde ist, darauf zu verzichten, ist eigentlich die Verpflichtung. Das ist noch kein Fasten. Fasten bedeutet, auf etwas zu verzichten, was gut ist. Das wird bei unterschiedlichen Menschen natürlich unterschiedliche Ausprägung haben. Wenn jemand Alkoholiker ist, ergibt sich der Verzicht auf Alkohol aus dem fünften Gebot. Wenn jemand aber kein Alkoholiker ist und auch nicht jetzt aufgrund von seinem Alkoholkonsum schon krank wird, sondern in Massen Alkohol genießt, eben mit Genuss, und darauf, auf diesen mäßigen Genuss in der Fastenzeit verzichtet, dann ist es ein Fasten. Schauen wir auf den heiligen Franz von Assisi. Das ist jetzt ein bisschen extremer Beispiel, aber es zeigt uns auch, worum es eigentlich geht. Der Franz verzichtet nicht plötzlich auf die gebratene Wachteln und tauscht sie gegen ausgefallene Pflanzengerichte, sondern er ernährt sich, wo er das Haus seiner Eltern verlässt, ernährt er sich nur noch von dem, was er durch Betteln bekommt. Es geht jetzt nicht darum, dass wir etwas essen sollen, was unserem Körper schädigt, dass wir jetzt verdorbenes Essen zu uns nehmen sollen. Aber im Fasten geht es nicht darum, ein Genuss durch anderen zu ersetzen. Es geht darum, auf ein Genuss zu verzichten, sozusagen das gesunde Gemüse ungewürzt mal zu essen. Warum also ist das christliche Fasten in Verbindung mit Verzicht auf Fleisch? Weder aus dem Grund, dass Fleisch als ungesund gesehen wird, noch aus sonstigen Motivationen, die heutzutage für den Vegetarianismus als Gründe genommen werden, sondern eigentlich resultiert diese Form des Fastens daraus, dass Fleisch früher das Essen der Reichen war. Ein einfacher Bauer konnte sich nicht leisten, regelmäßig Fleisch zu sich zu nehmen.
Ohne Fleisch zu essen in der Fastenzeit war wie arme Menschen zu essen. Wenn es aber im christlichen Fasten nicht darum geht, den Körper zu reinigen, gesünder zu werden, abzunehmen, worum geht's dann? Die Motivation zum christlichen Fasten ist, wie bei allem, was der Christ im Leben tut, Gott die Ehre zu erweisen, die eigene und vielleicht auch anderen Sünden zu sühnen, indem wir freiwillig diese Unbequemlichkeit des Fastens auf uns nehmen, sozusagen a conto der Strafen, die eigentlich aufgrund unserer Sünden auf uns lasten, und drittens unseren Willen zu stärken, aber nicht damit wir stolz auf uns sein können, nicht damit wir etwas leisten, nicht als Social Media Event oder Challenge, wer länger durchhält, sondern unseren Willen bewusst im Verzicht auf etwas Gutes zu üben, damit wir auch stärker sind, wenn es zu Versuchungen kommt, damit wir geistige Kraft haben, um gegen das Böse zu kämpfen.